Im Mai 2019 wird das Europaparlament neu gewählt. Gleichzeitig steckt die EU in einer ganzen Reihe von Krisen. Der Aufstieg der radikalen Rechten und die unmenschliche Abschottungspolitik an den Außengrenzen sowie der Brexit und die Austeritätspolitik der letzten 10 Jahre stellen die EU vor eine Zerreißprobe. Europa muss also anders werden. Und daran wird auch bereits gearbeitet. In Parlamenten und Bewegungen, in transnationalen Netzwerken und vor Ort. Das Dossier für ein Europa der Vielen liefert hierzu einerseits kritische Analysen der europäischen Institutionen, ihrer Politiken sowie deren Auswirkungen. Andererseits rücken wir die Akteurinnen und Kämpfe ins Bild, die für ein solidarisches Europa streiten. Etwa europäische Vernetzung von feministischen Kämpfen oder gewerkschaftlichen Organisierungen sowie die Bewegung rebellischer und solidarischer Städte. Hierzu arbeitet die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit PartnerInnen aus ganz Europa und bringt deren Perspektiven in die Debatten in Deutschland ein.